bin ich wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video hier aus Pecknitz, Vatertag 2023. Es ist unglaublich viel los. Es sind laut Meldung von Markus hier in Pecknitz über 600 gemeldete Fahrzeuge. Also es wird richtig voll. Die Frage ist natürlich noch, was kommt an Besucher dazu, was an Tagesgäste. Also es wird mega. Ja, wir gucken gleich mal in die Runde, wer von unserer leider geil Offroad-Gruppe hier gleich dabei ist. Schauen wir mal. Da haben wir schon gleich die ersten Akteure. Thorsten und Sepp am Start. Hier sitzen noch ein bisschen, wir haben nicht die Arsche, ne? Die Frauen. Ja, ja, man kennt es, ne? Erzählen. Ja, ja. Offroad-Bomber, ne? Steffi, Petra, Manu. Ja, man kennt es. Das war cool. So, die Fahrzeuge haben wir auch hier aufgereiht. Na, hier wird ein bisschen hin und her gewurschtelt. Hier wird hier der große Organisator. Hallo. Hallo. Du bist der Organisator. Ich bin hier nur der Filmer. Das heißt auf. Ja Vatertag, Herrentag. Ja. Du als Geburtstagskind von gestern und alter Herr, hast hier die. Du hast hier das jetzt. Du bist hier der Erregte Worte? Was hast du? Du bist hier der Verantwortliche. Ich bin ja gar nichts. Ich bin hier der Dulli. Euch noch mal genau an. Das ist der Atze. Der Atze hatte gestern Geburtstag. 41, glaube ich. Ja. Und der Atze hat heute richtig Spaß und will heute richtig viel Spaß haben. Na, schauen wir mal. Ja? Ja. Danke. Hier, der Dennis ist am Start. Denn die Kids halt auf Rot verbinden. 30. Dann hier Tillmann, Micha natürlich am Start. Ne? Man kennt's. So. Das waren im Prinzip auch schon alle, die da sind. Sind nicht alle Truppenteile unterwegs. Wir gucken mal rein. Na, guck mal da rein. Ah, na, super. Frühstück. Ja, ja. Bis dahin. Und jetzt erstmal das Intro. Warte, du alte Pfeife. Weil ja mit der Blume nicht zufrieden bist, haben wir hier alle für dich noch ein bisschen zusammengeschmissen. Und haben wir ein kleineres Geschenk besorgt. Wir haben gedacht, Elektroquad die zweite, auch für Atze. Ah. Ich habe ein bisschen Angst und eine gewisse Vorfreude. Vor was hast du denn Angst? Was da drin ist. Ja, der Elektroquad nochmal. Da musst du mal reinkommen und Lares. Und wie ist das jetzt alles? Da. Genau, mach die Karte erst auf. Mach erstmal die Karte auf. Was ist da drin? Hey. Wir wünschen dir einen guten Geburtstag. Danke schön. Achso, was ist los, Josi? Aber ich hätte nicht mit gerechnet. Ist das schön? Also so eine weiche Seite kenne ich ja gar nicht von dir. Seid ihr wahnsinnig? Wisst ihr, was ihr kostet? Ist ja geil. Danke. Ihr seid verrückt. Da ist ja gar nicht da so drin, was da steht. Clever eingepackt wieder. Den werde ich jetzt einpacken nach Hause fahren. Ja, könnt vielleicht ist ja der Karton von dir. Ach, genau, der eine von mir. Ich wollte gerade sagen, du hast die Karbonage von deinem Koffer genommen. Genau. Ja. Und aber auch wieder gut eingepackt. Alte Gummipuppe eingepackt hier. Ja, schön. Da habt ihr eine echte Freude. Auch gar nächste Woche nicht extra los und bestellen. Ich gar nicht, dass du dich freust. Das ist so geil. Ja, kriegst du rübergezogen, die Dinger. Die sind doch so locker, die kriegst du rübergezogen. Besser drauf. Du musstest das wieder. Mega. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber mit sowas überhaupt nicht. Ist so schön. Also, das ist super geil.
gucken, ob wir den überhaupt rausholen, nachdem du die Blume nicht haben wolltest. Schön. Oh, freut mich. Also die Überraschung ist euch echt gelungen. Einbauen.
gesichert. Ja? Soll ich abmachen? Hallo. Irgendwas müssen die Dinger ja da sein. Schnauze! Sexy Form hier, so, jawohl. Sehr schön, Sam. Ja, so wird man ein bisschen. Wird man als Mann ein bisschen. Oh, was ist denn das? Ein Achselhaar? Was soll ich sagen? Geil. So, oh, schön, du willst es eigentlich gerne. Da kommst du auch nicht mehr raus. Ich komm raus, ich hab Allrad. Aber hier habt ihr nicht eingegeben. War auch nicht gut, der Gedanke da hoch. Ja, aber Steine, weißt du? Felge. Das Geräusch tut schon weh. Da hörst du schon die Schinger hier. Hör ich hier mal durch, wenn wir vorbei, oder was? Schaffst du nicht. Steine, da war man fast. Ja. Ich habe so viel Felgen zerstört. Ach so. Das ist schon eine Nummer.
Da brauchst du ein großes Fahrzeug, um die rauszuziehen. Oh ja, da hängt ein Bumper dran. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Geil aus. Dann Licht oben ist dreckig. Warte mal, warte mal.
Das letzte Milliarde, wa? Fällt nicht. Naja, zeig mal, was du kannst. Viel genau, ist ja nicht. Schön, mal Anlauf durch jetzt, ne? Viel ist ja nicht mit der X3. Ich hab die auch lieb. So, wir wollen mal eine schöne Uralrunde drehen. Wir wollen natürlich auch mal fragen, ob es eine spezielle Runde werden kann. Eine Touristenrunde, sage ich mal. Mal gucken, was daraus wird. Und dann setzen wir alle in Uran und schauen wir mal, was der Mike draus macht. Guck mal hier, die Besoffene. Finger. Warte, Sepp, bleib so. Guck mal hier. Sepp, du willst eigentlich auch hier sitzen. Haben wir ein Foto? Ja, das weiß oder ich. Oder so? Ja, da läuft schon alles. Atze, kommt das ins Video? Nein. Gott sei Dank. Würde ich nie tun, so was Peinliches. Daniel, jetzt kommt hier der achte Schlumpf. Pumuckel. Ja, streif ich wie so ein Hündchen. Aha, so ist das also. Guck mal, da hat er das unaufreich. So, jetzt machen wir eine kleine Uralrunde. Schön. Den schönen Michael. Der ist wieder ausgestiegen. Nee, der ist vorne eingestiegen. Schatz, du musst mit Mike schrauben, weil dann fährt der Mike nämlich auch durchs L-Loch. Aber nur, wenn du den wieder heile machst, wenn er kaputt geht. Ja, mach ich. Auch. Siehst du, Mike? Mach ich, Mike. Machen wir beide. Ja, wir haben Experten hier. Der eine legt den Motor und der andere macht das Fahrwerk. Genau. Kabelbinder haben wir. Wir machen Kabelbinder haben wir. Wir machen Markenneutralität. Wir machen Markenneutralität. Bei Ural brauchst du aber Stahldraht und keinen Kabelbinder. Ach, das geht. Hast du auch noch einen Schweißer? Ja, hab ich. Pass. Hab ja Rahmenschweiß. Schweißgerät ist da, also alles gut. Jeder kann nur eine Tätigkeit ausüben. Wer hat hier ein Schweißgerät? Der Schweiß. Da vorne, ich gesagt, hätte ich schon dreimal erzählt heute. Du mir nicht zuhörst, weißt du? Wie der taub auf dein Beziehungsohr bist. Dreimal gesagt, dass da ein Schweißgerät vorne in der Werkstatt ist. Schau mal. Können wir nochmal? Warte, ich brauch noch einen. Nein, Nur Bekloppte hier. Na, Daniel? Nur Bekloppte. Also, wir sind, glaube ich, die beiden einzigen Vernünftigen. Das ist halt leider geil. Ja. Muss man so festhalten. So, wir fahren. Es geht los. Ich bin gespannt. Mal gucken. Mal gucken, was er macht. Ja. Wir sind reingefahren ins Loch und alle Mann denken, wir waren alle vorne. Ich war hinten alleine. Ihr sitzt auch da mit dir dagegen. Naja, und weil ich mich hier festhalte. Ja, alle Mann machen da ja unten. Ich mach das so. Genau. Ich glaube. Ich glaube. So viel Spaß für wenig Geld. Von Tokio bis Peckwitz. Jetzt geht's hin. Geht ja von ganz allein. Nein, gut. Jetzt quatscht er die ganze Zeit mein Freund. Ja, klar, der labert den voll jetzt da vorne. Irgendwann hält der an, schmeißt ihn raus. Irgendwann rast der nur noch durchs Gelände, damit die Tür vorbei ist. Ich kann schon sehen, wie er gestikuliert. Die ganze Zeit so neben ihm seinen Kopf. Ja, ja. Könnt ihr Mike gleich am Arm nehmen? Der arme Mike. Ja, Mama. Ich denke, das ist der Beste. Ja. Ich kann es dir entschuldigen, bei Mike in den Arm nehmen. Ja. Und auch wir haben wenigstens so Ruhe hier hinten. Und der fällt nicht raus. Der fällt nicht raus, genau. Ja. Ah, so. Nein. Kannst du auch mal schön verschiedene Kameraeinstellungen machen? Ja. Drehst du die mal? So. Machst du mal so. Ja.
die ganze Ladefläche war frei. Das war so geil, der Fisch von alle weg. Und am lautesten die Wolf hat Atze. Oh. Da wo wir da runterfahren. Nein. Nein, was guck dir mal dein Video an. Das hörst du selbst im Video. Ja, ja. Der hat die Knie und dann hat der Mädchen bei ihm. Da bin ich, wenn ich da weggehe. Ja, aber das war ein Schreck. Ja. Du machst aber nicht groß. Hallo, ich will mich schrecken, oder was? Was ist der Achtensberg? Ich glaube, ich gucke, Junge. Wir freuen uns, dich zu sehen. Mike hat Angst, sagt er. Mike hat Angst. Ja, wenn die Auswahl findest, ist sie hinten. Muss ich versuchen. Ja. Oder wir machen jetzt die Umwelt über hell. Ja. Jetzt geht's mal Richtung Hell. Ja. Wir schauen mal. Das wird steil. Ich will Städten abheben. Das wird steil. Ja. Also ihr fühlt Kippe über. Ja. Dann schaust du das Stift wieder drin. Ja, wenn er doch auf Dach nicht, ne?
Leute, wie ihr seht, eine ganz spannende Situation. Der Ural hat sich hier übelst festgefahren. Und ja, der Bagger versucht ihn natürlich jetzt irgendwie hier rauszubergen. Schwierig natürlich auch, dass der hinten links kippt. So, verfolgen wir das einfach mal und schauen mal zu, wohin die Reise hier geht. Sehr spannend. Ja, man sieht auch, dass der Ural hier seine Grenzen hat. Ja, jedes Fahrzeug hat seine Grenzen. Aber das ist nochmal ein schönes Schauspiel. Ja. Jawohl, das ist auch schon richtig. Ja, nach vorne gab es die. Ja, so hat die Zeit nicht verstanden. So, und was rauskommt, gehen wir mal von aus, dass wir funktionieren. Okay. Und das Ganze für 30 Euro kann man nicht meckern. Ja? Jawohl. Das Loch hat schon einige. Ja. Einige unten. Ich glaube, das wäre auch einfacher, wenn man das da reingebracht wäre. Oder was man kann. Ich dachte, auf dem Samstagabend noch mal so eine kleine Show zu sehen. Was wollt ihr machen? Ach so. Einfach nur so, was? Stecker. Also. Alter, recht an die Bühne kriegt. Ja, wir warten noch kurz. Schauen noch genau zu, dass viele LKW rauskommen. Jawohl. Und mit diesen Bildern würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ciao, ciao, das war's hier aus Peckwitz. Vielen Dank.